Und da sind wir wieder. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal den Tornado zu nehmen. Und es wird übrigens gerade Abend. Um oben den blauen Schleim zu bekommen. Yeah, gucken, wie gut uns das gelingt. Ist die Windrichtung richtig? Ich glaube nicht. Oder? Wo musst du denn genau hin? An den Kopf muss ich hin. Ja, dann ist die Windrichtung gerade ein bisschen doof. Ein bisschen, ja. Wo habe ich denn meinen? Da habe ich meinen. Schöne Kameraeinstellung. Ding, ja, man sieht so viel. Ja. Baumstamm. Ist das ein Baumstamm? Das ist ein Baumstamm. Ja, sehr schön. Das sieht richtig aus. Ich könnte den Tingelballon geben, um bis zu dem Tornado eben hinzulaufen. Mach hey, das. Es ist bereits abends. Hast du das schon draußen? Ja, Sekunde. Ja. Achtung, bist du bereit? Ja. Dingel. Tingel, Meer und Sand, flieg von Geisterhand. Ja, Fee, gönn dir einen kleinen Luftspaziergang. Blub und blä. Und bla. Das war ein bisschen zu früh, wo du losgelassen hast. Nee, das Problem war, dass ich von dem Tornado wieder zurückgestoßen wurde. Achso, dann musst du drum rumgehen. Ja, der wollte mich nicht. Vielleicht gehst du direkt da vorne drauf. So, Achtung. Dingel, Meer und Sand, flieg von Geisterhand. So, jetzt aber. Wunderbar. So, und jetzt sollten wir hoffentlich da vorne drauf fliegen können. Ich hoffe, der kleine Ausflug war so recht. Blub und blä, lass dich bloß nicht von dem Stamm runterwerfen. Ich werde jetzt keine Tingelbomben zünden. Nicht von mir, oder? Ja, sehr freundlich. Kriegen wir auf jeden Fall das Geld zurück, das wir für die Ballons benutzt haben. Wunderbar, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ich habe keine Tingelbomben ausgerüstet. Und da ist er gestorben. Kriegen wir sogar direkt wieder 20 von zurück. Ja. Wunderschön. Das ist ja nett. So, jetzt würde ich sagen, auf nach Präludien und dann holen wir uns erstmal Suppe und dann fahren wir rüber zur Terra-Insel. Ja. Finde ich, ist ein guter Plan. Meduli kann noch ein bisschen warten. Boah, die hat eben schon so genervt geguckt. Wobei, es gibt übrigens da noch einen Schatz, den du eben heben könntest. Dafür muss ich nochmal eben den Wind komplett umstellen. Und zwar einfach in meine Blickrichtung. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Wunderbar. So, dann werden auf zum Leuen. Werden wir auch gleich herausfinden, ob wir unendlich viel Suppe wiederkriegen oder ob wir jedes Mal eine Fee oder sowas opfern müssen. Eine Fee habe ich im Notfall dabei. Und wir haben sogar eine leere Flasche. Ja. Da. Ja, siehst du schon. So, da drumrum sehe ich sonst keine anderen Schätze. Das schaue ich mir mal an. Und hier schlummert etwas auf dem Grund. Ach, gefährlicher auf jeden Fall. Der andere Schatz ist übrigens wieder da, von dem du meintest, der ist nur bei bestimmten Mondphasen da. Nein, ist vielleicht immer nachts da. Ist auf jeden Fall sehr knapp. Verdammt Octorox. Ja. Den anderen Schatz würde ich sagen, kannst aber in Ruhe lassen. Da sind wahrscheinlich sowieso nur 10 oder 20 drin. Ja, vermutlich. Den 50er hast du ja schon gehoben aus der Reihe. Ja. Und es sind 20. Wow. Oh, besser. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Okay, dann würde ich sagen, auch noch Präludien. Ding, 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 ding. La, 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 bla, da. So ist schön. Melody ist leicht uninteressiert. Medoli, was auch immer. Was auch immer, genau. Tschüss, Octorox, Octalus, was auch immer. Das ist unglaublich die normalen Octorox sein. Ja. Octalus sind ja, glaube ich, diese Riesenteile. Ja, das sind die Riesendinger. Jetzt ist nur die Frage. Es gibt auch noch diese ganz normalen Kleinen, die auf den Inseln rumstehen und Steine spucken. Sind das nicht auch Octorox? Ja, aber sind das dann nicht andere? Müssen die nicht einen anderen Namen haben? Fluss Octorox. Ha, schön, wir wollen eigentlich auch noch bei Terry, aber gut, dass hier auch einer ist. Können wir da Futter kaufen. Haben wir nicht das Kraftarmband schon? Ja, ne? Ja, sonst hätten wir ja nicht... Wenn wir jetzt gerade hier sind, dann kannst du doch mal eben da oben den Stein hochheben. Ja, stimmt. Noch mehr Sachen, die wir machen können, bevor wir in den Terra-Tempel gehen. Ja. Oh, wie nah sind wir denn schon am VIP sein? Ich weiß nicht, aber erstmal gucke ich noch eine Putt-Putt-Frucht. Thank you! 23. Oh, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Thank you!
24. Thank you! 25. Thank you! 26, ich glaube es voll. Ja. Mehr können sie nicht tragen! Ja. Willst du mir bloß eine Futter wegwerfen, um nur eins zu kaufen? Ja. Rupp. Ja. Oh. Ich glaube, da waren jetzt im Wasser. Jetzt haben wir uns ein Schweinbild füttern können. Oh! Einspaziert! Was wollen Sie kaufen? Universalfutter! Thank you! 27! Fehlen noch 3 Einkäufe. Bye! Ja, beim nächsten Einkaufen bei Terry würde ich sagen, werden wir es wohl bekommen. Ja. Die VIP-Belohnung. Aber Fehlen, wir können hier eigentlich auch noch ganz andere tolle Sachen machen. Und mit der diesem Schwein! Und der Briefkasten wackelt. Ja, der Briefkasten. Hallo Briefkasten. Hallo. Guten Abend! Warum hört sich der Briefkasten an wie ein Terry? Ich weiß nicht. Ich habe einen Brief von Lang. Hier ist der erste Brief. Yay. Bring. Lieber Lang, mein Freund hat mir die Goldfedern geschickt. Ach, die Geschichte. Ja. Ich bin eine echte Vogelnärrin und weiß daher, wie schwer es ist, an diese Federn zu kommen. So, warte, die Freundin von dem Vogel ist ein Mensch? Okay. Daher kann ich jetzt mein Glück auch gar nicht in Worte fassen. Aber ich möchte unbedingt, dass du auch etwas von meinem Glück hast. Daher danke ich dir von ganzem Herzen so sehr, dass ich dir gleich ein Viertel Herz beigelegt habe. Wie hat die das gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Mann. Das Herzteil gefunden. 4 Herzteile geben, mein Herzcontainer. Das ist also wieder unser erstes Herzteil seit dem letzten Herzcontainer, merke ich gerade. Okay. Das kannst eben bei Oma rein, wo wir gerade hier sind. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier sind. Ja, deswegen wollen wir ursprünglich hier hin. Das war mal der Hauptgrund. Jetzt kommen noch 5 andere Sachen dazwischen, also keine Angst. Wir schaffen es in diesem Part wahrscheinlich sowieso nicht in den Terra-Tempel. Auch vielleicht auch nicht im nächsten, schauen wir mal. Hallo, Oma. Lang! Hast du Hunger? Soll ich dir das Suppe in deine Flasche füllen? Ja, bitte. Gut, wir müssen also nichts mehr bezahlen. Du hast Omas Suppe bekommen. Deine Großmutter hat sie extra für dich aufgekocht. Sie schmeckt und wirkt. Yay. Regenerierst Energie und magische Energie. Bla bla bla. In der Flasche. Ja, Kämpferschaft. Mögst du doch so gerne, nicht? Ja, Kämpferschaft. Autsch. Vor allem mögst du die doch so gerne. Ja, bam bam. Randale! Erstmal versuchen, ich will mehr Taschengeld. Ich will mehr Suppe. Ich will Suppe in mindestens 2 Flaschen. Ja. Ich meine, wir könnten ja auch noch irgendwas anderes machen. Könntest dieses Schwein da entführen, ja. Aber ich weiß nicht genau, wohin du dieses Schwein entführen müsstest. Gut, dass Lang damit da hochspringen kann. Und wieder. Ja, zum Glück haben wir ein Kraftarmband dafür, ne? Ja, dafür brauchen wir das auch. Das hier ist eins von den Schweinen, die wir damals, vor so langer Zeit da ins Gehege gebracht haben. Und dieses Schwein hat die anderen aufgegessen. Wie man sieht. Ich mag es, wie die Erde bebt bei jedem Schritt, den wir nehmen. Ja, kein Wunder bei dem Mistviech da. Dass wir das hier überhaupt halten können, während es zappelt. Ja, dunkle Stellen, ne? An dunklen Stellen sollen ja große Schätze vergraben sein. Genau, das hat uns irgendwer mal erzählt. Fump, ein Fisch hat uns das irgendwann mal erzählt. Genau, ein Fisch! Fisch! Zum Beispiel diese dunkle Stelle da vorne. Oh mein Gott, das dauert aber auch, wenn du jetzt noch die Eisenstiefel anziehst, ne? Das ist eine gute Frage, ob man das überhaupt kann. Ich glaube nicht. So, dann holen wir das Futter raus. Schweinbuddel. Nom 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 nom. Buddel, 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 buddel. Und wir halten 20 Rubin. Nicht viel. Das war nicht der Schatz, den wir holen. Das waren aber keine großen Schätze hier. Ja. Oh, guck mal, eine Möwe. Möwen greifen an, tötet sie! Das ist nicht der Schatz, nach dem sie suchen. Man wird nicht langsamer. Das geht oder? Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es jetzt ein besserer Effekt. Ja. Bam, 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 bam. Okay. Oh Gott. Damit habe ich nicht so ganz gerechnet, aber es funktioniert. So, jetzt. Mal. Warte. Jetzt muss ich aber was ausprobieren. Tingel, Meer und Sand fliegt vor ein Geisterhahn. Jetzt lauf mal in die Luft. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Wie dämlich ist das denn?
Wir wiegen etwa 8000 Kilo, oh, wir können schweben. Tingelballon! Tingel hat die Macht! Oh Gott, oh, ein grüner, ein schwabbelwabbelgrüner Schleim. Ein schwabbelwabbelroter Schleim. Rupp! Sehr schön, sehr schön. Hat er irgendwas ausgebuddelt? Ah, jetzt geht er dran. Hä? Hä? Oder auch nicht. Was war das denn jetzt? Wie soll die Schuhe wieder aussehen? Ja. So, dann buddel hier mal. Schwein. 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 Hat er keinen Bock mehr. Rock. Die Möwen kommen dahin und fressen das auf. Frechheit. Vielleicht kriegen wir das, den VIP-Kundenstatus bei Terry schneller als wir gedacht haben. Ja, ne? Wenn das Schwein so schlecht buddelt, dann schon. Ja. Buddel, 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 buddel. Ah, ja! Wir haben da ist der große Schatz, den wir haben wollten. Das sind Herzteile gefunden. Zwei, zwei, noch zwei im Sinn. Also für nur noch zwei, dann hört sich der Energie um eins mal wieder. Wunderbar. So, Schwein. Damit kannst du das Schwein jetzt eigentlich auch zurücklassen oder willst du es zu noch mehr Stellen schleppen? Gibt's nee. Überhaupt noch mehr Stellen? Nee, ich glaube nicht. Ja, ne? Hast uns einen guten Dienst erwiesen. Ahem, ahem. Dafür werden wir ihm jetzt einen guten Dienst erweisen, denn wenn man so ein fettes Vieh ist, ne? So, gehen wir noch eine Runde schwimmen. Naja, Fett schwimmt oben, ne? Ja. So. Tod allen Schildern. Sehr schön, sehr schön. Sehr wunderbar, sehr wunderbar. Ja, sehr wunderbar. Äußerst. So, dann können wir jetzt den Stein heben. Ich glaube, der Wind steht sogar richtig. Nochmal, tot allen Schildern. Tatsache, der Wind ist genau perfekt. So will man das doch haben. Ich hab in der letzten Episode genug von euch verprügelt. Sehr wahr, sehr wahr. So, wo ist es? Tingelballon? Nee, passt so. Herr Fee, wenn du hier mit dem Dekoblatt losfliegst, kommst du zu dem Felsen da. Aber vergiss nicht, für günstigen Wind zu sorgen, sagt Tingel völlig überflüssigerweise. Ja. Aber ist doch nett, dass Tingel uns noch mal darauf hingewiesen hat. Ja. Für einen Moment hatte ich fast befürchtet, die Magie würde nicht reichen. Im schlimmsten Fall hätte ich dir noch schnell eine grüne Potion dann geben können, aber es hat doch ganz gut gereicht. So, ein riesiges Steingesicht. So ein Ding haben wir schon mal hochgehoben. Und wieder die schöne Schielfresse von Lang. Ja. Wir haben ein Loch gefunden. Und wir haben es verfehlt. Oh Mann. Oh Mann, aber wirklich. Tja, was es hier drin zu finden gibt, wissen wir ja schon. Das hat uns der Fisch hier von der Insel ja schon mal verraten. Fisch! Fisch! Guck mal, ob du es aufspüren kannst. Na, guck mal, Fee. Kannst du sogar... Nee. Schon gut. Haben Flaschen keine, alle voll. Haben keine Flasche frei. Tja, und noch ein Loch. Kannst du aber hier vorne... Oder ein Stein! Stein? Stein. Verwunschener Irrgarten. Jener, der du den goldenen Splitter suchst, eine Karte zu ihm ruht in den finsteren Tiefen der Finsternis. Okay. Dann mit den Springen kriege ich heute nicht so gut hin. Gehen wir einfach in das Loch rein. Ja, ja. Ich befürchte, hier unten werde ich keine Karte haben. Nein. Massig Flodderflatterer, aber ich habe keine Karte. Flodderflatterer? Ja. Das ist ein falsches Spiel, oder? Nee, der ist Floddermäuse da drüben, der ist ein Flederflatterer hier. Das ist jetzt ein Mix aus beidem. Ah. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ich glaube, da musst du dich nur runterkämpfen. Ich sehe jetzt nicht wirklich, wo das ein Irrgarten ist, da es einfach nur ein gerader Weg mehr oder weniger nach unten ist. Ich hätte gehofft, dass hier vielleicht noch irgendwas liegt, was ich looten kann. Endlich wieder Mini-Blinks. Das ist ja auch schon lange... Ja, das war ja schwierig. Ja, das war... Wow, brutal. Der Höllenraum überhaupt. Ja, brutal. Irgendwie scheinen wir im Moment die Kampffolge der Kampf-Dungeons zu haben. Ja. Ich brauche keine Glücksamulette mehr von daher. Könnt ihr einfach verrecken? Einer ist dann noch rechts von dir, oder? Bein? Davor sind auch noch zwei. Das hätte ich jetzt nicht angegriffen, hat mich jetzt irgendwo noch. Ich hab jetzt von der Sprungattacke auch weggepustet worden. Also. Auf jeden Fall haben sie ihre Dekostäbe angezündet. Und ja. Das war's dann für dieses Stück. Die haben Licht gemacht. Mal gucken, ob das noch ein bisschen schwerer wird. Ja, ich glaube schon. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Ritter oder so. Oh mein Gott, roter Schleim! Hardcore! Oh mein Gott!
noch mehr Gene mit einem Schlag kaputt sind, so wie die Minibleer. Bei der Gelegenheit kannst du mal nach dem Raum kurz nachgucken, wie viel blauen Schleim wir eigentlich gesammelt haben. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht nachgucken, dass wir den blauen Schleim von der Insel gesammelt haben. Ach, stimmt, könnt ihr eigentlich mal machen. Futtertasche. 10! Jawohl! 10. Das heißt, wir sollten bei Gelegenheit den Alchemisten aufsuchen. Ja. Wir haben 17 Ritterwappen, das heißt, wir haben auch genug für Vater Orca. Kannst du gleich mal nochmal reingehen und ihm ja zeigen. Eigentlich könnte ich auch mal irgendwas Sinnvolles auf meine Tasten tun für den Kampf-Dungeon. Kämpfe. Futter. Segel. Futter. Hey, ich töte euch mit Futter. Ich futter euch tot, haha. Ach, guck mal. Die guten alten Kollegen wieder. Lang ist's her. Ja. Kannst du mit Eispfeilen draufschießen im besten Fall. Ja. Merkwürdig. Du hast auch auf die Spezialattacke gewartet, oder? Ja. Ah, jetzt. Schon besser. Ins Bäh. Gesicht. Direkt erledigt. Davon klettert noch einer. Noch einer, ja. War ein bisschen getarnt in dem Feuer, aber... Ich brauche keine Spezialattacke, ich kann es auch einfach so. Ich springe einfach so ins Gesicht. Und nächstes Stockwerk. Ich sehe Ritter voraus. Nein, dieses Mal sind Flederflatterer mit Feuer im Raum. Das heißt, sie können sich zu brennenden Fledermäusen. Das letzte Mal war auch Feuer im Raum, aber der Hintergrund ist einfach rot. Das war's? Oder sind hier noch irgendwo welche? Ein Mini-Blim ist übrig. Da ist auch ein Mini-Blim. Der hat sich angeschlichen. Ja, das war ja jetzt, ne? Wird immer schwieriger. Wäre das jetzt noch kritisch? Ah, guck dir das mal an. Neue Gegner. Tatsächlich brennende Fledermäuse. Jetzt auch nicht so viel schlimmer sind. Genau, schick mal einfach ganz random den Bumerang durch den Raum, vielleicht macht er was. Ich glaube, die hätten schon ein paar mehr Gegner hier reinpacken können. Oh, wird ja noch schwieriger, glaube ich. Egal, mit Spezialattacke dauert viel zu lange. Man kann nicht genauso gut dreimal einfach draufschlagen. Hm, sei wahr. Lang tut noch immer so überrascht, als wenn er da runterfällt. Guck dir das an, jetzt hast du aber eine richtig heftige Gegnerkombination hier. Ja, also wenn die dich jetzt nicht innerhalb von Sekunden umnieten, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich bis jetzt überhaupt überlebt habe. Und dazu die Dunkelheit hier unten. Stell dir das mal vor, wenn du hier keine Fackeln hättest. Ja. Dann wär's sogar fast schwierig. Ja, stimmt. Aber dadurch, dass sie alle Fackeln hatten, war es genauso, als wenn er genau hell erleuchtet wäre, der Raum. Weil die sind sowieso keine Hindernisse. Von denen kannst du die Totenkopfketten erstmal abnehmen. Kloppen sie sich wieder gegenseitig, Achtung. Was ist gerade passiert? Was ist passiert? Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas ist passiert. Was? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Ich brauche eine Action-Replay-Aufnahme von diesem Moment. Ja. Was? Leider haben wir jetzt keine Zeitlupen-Wiederholung. Wir sind leider nicht mehr im Fernsehen. Du bist unten. Nein, ich bin noch nicht ganz unten. Dann geht's weiter. Das ist nur ein Checkpoint. Ja, zwischen Stockwerken. Also, man könnte sie jetzt wieder hier rausgehen, falls es einem zu schwer geworden ist. Ich wollte gerade sagen, wenn es dir zu schwer geworden ist, könntest du jetzt wieder raus. Okay, also kommt jetzt einfach nur der nächste Abschnitt und hier kannst du dich heilen. Ja. Alles klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wird das ja noch eine ganze Weile weitergehen. Ja. Tja, los geht's. Yay. Mehr Kämpfe. Tuff, mehr, tuff, tuff, die Eis. Mehr Langeweile für Tingel. Ach, die Kollegen. Da wirst du wohl wieder das Dekoblatt. Oder du benutzt auch wieder den Bumerang. Gut, benutze halt den Bumerang, wenn du nicht willst. Ja, die Goldfeder brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja komischen Vogeldame, die ja schon alle gegeben. Ja, wir haben ja eben schon den Brief dafür bekommen und ein Viertelherz kassiert. Oh mein. Ja. Ich frage mich, ob sie sich echt ein Viertelherz rausgeschnitten haben. Nein, war es auf jeden Fall keine lange Freude an den Goldfedern. Und hier haben grüner Schleim. Oh ja, das ist ja natürlich viel schwerer als roter Schleim. Aber der fällt von der Decke. Ja, ja, das macht natürlich viel schwerer, weil sie jetzt alle einzeln kommen und alle einzeln gegen uns kämpfen. Kannst du den Bumerang werfen, während sie eingeschleimt sind, dann werden sie angreifbar. Ist ja nervtötend. Ja, das ist eigentlich echt nur nervtötend. Es dauert nur länger. Es ist nicht schwierig, es dauert nur länger. Ah, wow. Und das war's dann auch schon. Ja, das war ja nochmal so richtig schwierig. Es könnte vielleicht ein bisschen schwieriger sein in Kombination mit anderen Gegnern und vielleicht in einem dunklen Raum, wenn du sie nicht siehst oder so, aber ne. Ja. Planta Humpas! Naja, das sind eigentlich nur Planta Grandas. Planta Humpas werden wir wohl nicht sehen können. Nee, aber sie sind in Planta Humpas drin, die man leider nicht benutzen dürfen. Ja gut, dass die einfach mit einem einzigen Bumerang kaputt sind. Wunderbar. Lohnenswert bis zum Äußersten. Wieder so richtig schwierige Gegner.
Oh mein Gott, Dunkelheit. Wieder Leute mit Fackeln. Im besten Fall sind hier jetzt tatsächlich grüne Schleime an der Decke oder sowas. Oder irgendwelche versteckten Planta Humbas oder Planta Grandas. Ist doch Planta Humba eigentlich viel lieber als Planta ich Granda. Auch. Das war's. Ja. Ne? Vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen die Spieler ein bisschen. Oh, Motulas! Pass auf, sonst werfen sie mit Kleturas! Aber wenn sie so schnell sterben wie jetzt gerade, dann werden sie nicht mit Kleturas um sich werfen. Nee. Also sie haben immer geschafft, mich einmal anzugreifen. Keine Kletur-Power. Oh, traurig. Mhm. Sehr. Und, oh, eine Kombination aus Planta Grandas und den Fliegenviechern. Die ultimativen Bumerang-Hasser. Ja. Also brauchst du immer noch nur eine Waffe im Prinzip, um das hier alles zu erledigen. Ja. Bam, 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 bam. Erinnert mich gerade so ein bisschen, wo du gerade sagst, die ultimativen Bumerang-Hasser, erinnert mich so ein bisschen an das Kolosseum in Kingdom Hearts, wo die Gegnergruppen so tolle Namen bekommen haben. Die ultimativen Bumerang-Hasser wären ein toller Name dafür. ja. Jetzt kommen hier bestimmt Gegner aus den Pötten raus. Boah! Bam, erledigt. Ja. Und so. Es wird immer schwieriger. Hätte man sich doch ein bisschen weniger Räume überlegen können, die dafür ein bisschen schwerer machen können. Ja. Hätte man. Hätte man. Da ist noch ein Pott. Gut, jetzt aber. Den Pott hättest du jetzt eigentlich so mit dem Fernkampf erledigen müssen, dass er da steht. Ja. Das ist mein Pott. Hm. Und weiter geht's. Yeah. Noch ein Raum. Noch ein Raum. Oh, eine Kombination aus Bossblins und Motulas. Die irgendwie auch schon wieder alle tot sind. Was? Ach, da vorne steht einer, der hat noch nicht kämpfen wollen, die feige Sau. Ja. Hat sich in der Ecke von dem Raum versteckt. Ich will nicht kämpfen. Oh, der hat das Masterschwert. Ich schätze, so klingen ja. Bockblins. Oh mein Gott, fliegende Motulas. Richtige Bossgegner. Schieß mal mit Feuerpfeilen drauf. Und Kleturas! Kleturas wollen uns töten. Guck mal auf die Feuerpfeile, die Viecher dann mit einem Schlag vielleicht runter wollen. Bam! Die sehen mir nämlich aus, als wären sie sehr effektiv gegen so Motulas und Kleturas. Ja. Na, stirbst du mal? Hast du auch gerade im Hintergrund schon gehört. Die ist verbrannt und sofort gestorben dadurch. Eine sehr schöne Idee. Wow, das war jetzt ein richtig spannender Bosskampf. Also beim nächsten Mal machen wir dann weiter, würde ich sagen, wenn hier die ganze Kleturas losgeworden ist. Ja, Kleturas. Ja, ne, ich befürchte mal, es wird noch ein kleines bisschen weitergehen, bevor wir das Dreifuß finden, ne? Ja. Also gut. Showdown! Ich hätte die Kletula mitgenommen, ist die jetzt noch da? Wir wollen doch gerade die Folge. Oh, ist sowieso ein Zwischenraum. Ja, hier ist Zwischenraum. Alles klar. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir den hoffentlich letzten Abschnitt in Angriff nehmen. Bis dahin, ciao. Aloha.